das Zentrum der physischen Sinne in unserem Gehirn. Es gibt einen Bereich in unserem Gehirn, der als Zentrum der physischen Sinne bezeichnet wird. Im Neokortex gibt es viele Zentren, wie das Zentrum des Denkens, der Vorstellungskraft, des Gedächtnisses und andere Zentren. Das wichtigste dieser Zentren ist jedoch das Zentrum, welches für die Analyse der Eindrücke unserer fünf Sinne verantwortlich ist. Die Ergebnisse dieser Analysen werden dann an andere Teile des Gehirns vermittelt. Dieses Zentrum gibt uns Informationen aus der umgebenden Hemisphäre außerhalb unseres Körpers. Wenn wir beispielsweise einen Ton hören, kann das Gehirn nicht nur die im Ton enthaltenen Informationen analysieren, sondern auch den Ort seiner Quelle in sechs verschiedene Richtungen, oben, unten, links, rechts, vorne und hinten lokalisieren. Deshalb sehen wir uns oft als das Zentrum der Existenz, da wir alles um uns herum mit diesem Zentrum verbinden. Auch in Fällen, in denen wir von einem bestimmten plötzlichen Geräusch überrascht werden, kann dieser plötzliche Schock unsere Atmung beeinträchtigen, da wir als Reaktion auf den Schock unsere Atmung ändern. Diese Reaktion wirkt sich tatsächlich auch unmittelbar auf unser eigenes physisches Leben aus, da die Atmung für die Versorgung unseres physischen Lebens von grundlegender Bedeutung ist. Deshalb kann die äußere Umgebung einen direkten Einfluss auf unseren Atemzyklus und unser Leben haben. Dies ist ein Grund, warum man sich des eigenen Atemzyklus bewusst sein sollte und warum das Einatmen und Ausatmen eine Übung auf dem Weg der spirituellen Entwicklung von Körper und Seele ist. Darüber hinaus sehen wir alle die Welt durch das Zentrum, welches unsere fünf Sinne mit der Außenwelt verbindet. Und dennoch hat jeder von uns ein anderes Verständnis von der Welt, in der wir leben, da wir alle die Welt aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Daher unterscheiden sich die Welten, die wir wahrnehmen, aufgrund unserer Perspektive, die alle relativ sind. Es gibt kein genaues gemeinsames Verständnis der Außenwelt zwischen zwei Personen, weil wir alle unterschiedliche Standpunkte haben und deshalb auch unsere Interpretation gemeinsamer Ereignisse unterschiedlich ist, selbst wenn wir demselben Ereignis beiwohnen. Diese relative Erfahrung wird in den Beispielen der allgemeinen Relativitätstheorie deutlich erklärt. Wenn zum Beispiel zwei Personen dasselbe Ereignis aus zwei unterschiedlichen Blickwinkeln beobachten. Nehmen wir zum Beispiel an, eine Person steht auf dem Bahnsteig, während die andere Person in einem schnell fahrenden Zug sitzt. Und die Person im Zug wirft einen Apfel in die Luft und fängt ihn dann wieder auf. Für die Person im Zug ist die Bewegung des Apfels vertikal, während für die andere Person auf dem Bahnsteig, die denselben Apfel beobachtet, die Bewegung des Apfels aufgrund der Bewegung des Zuges wie ein gekrümmter Bogen wahrgenommen wird. Das gleiche Phänomen wird also von zwei verschiedenen Beobachtern auf unterschiedliche Weise wahrgenommen. Dieses Prinzip wurde vom Sufi-Meister Sohrawardi und fast 900 Jahre später von Einstein beobachtet. Somit sind alle unsere physischen Beobachtungen an Zeit und Raum gebunden. Wenn man jedoch seine inneren Sinne öffnet, wird das Phänomen, das der Betrachter sieht, nicht von Zeit und Raum bestimmt. Da diese Beobachtungen außerhalb von Zeit und Raum liegen. Wenn also zwei
oder mehrere Menschen dasselbe Phänomen mit ihren inneren Sinnen sehen, sehen sie alle genau dasselbe Phänomen, anders als bei dem Apfel mit dem fahrenden Zug, da der metaphysische Bereich nicht durch Zeit und Raum begrenzt ist. Es gibt also immer Möglichkeiten für Fehler bei physischen Beobachtungen, die aber bei metaphysischen Beobachtungen durch die inneren Sinne nicht auftreten.